Hallo, grüß euch. Heute machen wir mal eine kurze. Kommst du rein? Ja. Heute machen wir mal einen kurzen Rundgang bei mir, wie ich so meine. Boom! Das zu. Wie ich meine YouTube-Videos für euch mache, was ich so für Equipment benutze, was ich so für Inspirationen habe, was ich für Gebäude habe dazu, was ich für Technik habe. Kommt einfach mal mit. Ihr habt ja schon die ein oder andere Umgebung hier gesehen. Wir sind hier in meiner Halle. Hier ist meine Werkstatt auch. Hier habe ich ein paar Bikes stehen, da quasi immer Platz zum Schrauben ist. Und das ist hier so mein eigentliches Studio, wo auch mein Rennmotorrad hier drinnen steht, wo auch quasi hier Studio-Desk ist, wo ich live streamen kann, wo ich Videos machen kann, wo ihr diesen typischen Hintergrund habt, den ihr schon mal gesehen habt. Und mir ist vor allem auch wichtig in so einem Bereich, dass immer alles ready to go ist, weil YouTube-Videos machen ist nicht immer ganz so einfach. Man braucht relativ viel Zeit, um irgendwie was vorzubereiten, was zu machen. Und da hast du keine Zeit, um speziell ständig auch alles vorzubereiten, was die Technik anbelangt. Deswegen ist es so wichtig, dass alles immer ready to go ist. Wie zum Beispiel hier, ich schalte ein, zack, bumm, hab hier Licht. Und das ist halt eins der wichtigsten Dinge beim Videomachen, dass ich halt nicht ewig lang erstmal irgendwas umbauen muss und herrichten muss, sondern ich kann halt sofort Knopf drücken, loslegen. Genauso wie hier Mischpult, Bildschirm, der PC dazu ist oben, da kann ich einfach umschalten, dann habe ich einen PC hier quasi. Was mir auch wichtig ist, dass ich so einen Tisch zum Beispiel immer rumfahren kann, dass der auf Rollen steht, mehr oder weniger, und den halt hinschieben kann, wo ich möchte. Wenn ich jetzt Hintergrund das Bike hier haben möchte und will das aber irgendwo anders hinstellen, dann kann ich das einfach mal umdrehen, ohne hier quasi extrem viel Aufwand zu haben oder so. Das ist mir extrem wichtig. Es muss immer schnell gehen, deswegen hier auch Lampen. Hier Lampen. Ich habe hier zum Beispiel an der Decke so Absorber von Basotect. Die sind sehr gut eigentlich. Es ist eigentlich das Beste, die an der Wand hier, die bringen eigentlich so gut wie gar nichts, habe ich festgestellt. Die an der Decke, die unschönen, die sind viel besser, um hier die Akustik noch einigermaßen in den Griff zu kriegen, weil es doch der Raum relativ klein ist. Das ist ja alles Trockenbau und das haben wir hier aus Holz gebaut, um quasi hier oben dann noch das Büro zu haben, um mehr oder weniger das ein bisschen aufzuteilen. Wichtig ist mir halt, dass ich hier einen Biker hinstellen kann, auch mal ein Bike testen kann. Also ein Bike teste ich natürlich auf der Rennstrecke, aber ich stelle mich dann hier daneben hin, stelle das Bike hier ins Studio, habe hier meine Sponsoren im Hintergrund und kann über das Bike quatschen, kann mal was zeigen und bin da halt ein bisschen flexibel und habe halt auch eine Heizung drin. Das heißt, ich kann auf schöne 21, 22 Grad heizen und kann mich dementsprechend austoben und für euch Videos machen. Muss ich mal hier zumachen, dass hier nicht so, dass die Wärme hier nicht verloren geht, weil ich habe hier zum Beispiel hier ein Heizsystem auch selbst gebaut. Also wir haben einmal einen normalen Heizkörper und oben, da gehen wir später noch hin, in den Seminarraum, in den großen, Schrägstrich auch Studio, habe ich keine Heizung gehabt und deswegen war es mir halt irgendwie wichtig, eine Heizung oder die warme Luft hier rüber zu kriegen und deswegen habe ich mir selbst hier was gebaut. Zum Beispiel, schaut nicht gut aus, muss ich noch schöner machen, dass hier die warme Luft ansaugt und rüberbläst quasi hier mit so einem Gebläse und kann das hier mit der Fernbedienung steuern. Das heißt, ich kann hier mit der Fernbedienung einmal hier rein in den Seminarraum heizen. Ist halt sehr wichtig. Dauert ein bisschen, also muss man schon so 3-4 Stunden vor anheizen, damit das funktioniert. Aber ich empfange ja da drüben Gäste, da gehen wir jetzt dann rauf. Und deswegen muss da warm sein. So, das ist das eine Studio. Hier mit den Bikes, hier kann ich die Bikes reinstellen. Habe auch hier immer ein bisschen was zum Ausstellen. Zum Beispiel mein Helm oder auch die Stiefel. Hier jetzt neu zum Beispiel die Daytonas. Habe ich jetzt schon einmal angehabt, da gibt es natürlich auch ein extra Review zu den Stiefeln, kommt dann noch. Und ja, hier kommt aber noch eine kleine Sesselgarnitur hin, dass man auch mal jemanden empfangen kann, mit dem zusammen irgendwas machen kann und so weiter. Ne? Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch in den Seminarraum. So, heute filmt der Dennis. Dennis, danke, dass du da bist. Ich filme mal. Gerne. Jetzt seht ihr ihn auch mal. Dennis hat hier den Gimbal dabei. Er hat quasi Höchstarbeit. So, dann gehen wir. Die Treppe habe ich übrigens auch mehr oder weniger selbst gebaut. Gehen wir nochmal zurück. Das hier, was ich hier gebaut habe, das hat nicht existiert. Sprich, ich habe das komplett
aus dem Nichts erschaffen, da war gar nichts. Da waren nur die zwei Autos hier und hier ein bisschen Werkzeug, was hier so rumgestanden ist. Und ich wollte halt einen Platz quasi machen, der mir nicht abgeht. Und da das ja immer hier nur so ein Unterstellplatz war und ich hier nicht wirklich Höhe gebraucht habe, weil ich habe ja hier 4 Meter Deckenhöhe, habe ich mir gedacht, okay, dann baust du halt den Raum quasi oben drauf. Jetzt blenden wir mal ein paar Bilder ein. Da war quasi vorher nichts. Ich habe das alles selbst gebaut, aus einer vernünftigen Holzkonstruktion. Also das ist auch stabil genug, da kannst du richtig was draufstellen. Es ist nicht so, dass das irgendwie wackelt oder so, sondern es ist wirklich massiv. Habe dann alles aus Trockenbau hier selbst gebaut. 2 Fenster rein, die Tür reingesetzt. Das erste Mal im Leben eine Tür eingesetzt. Da muss man 30 Jahre alt werden, um eine Tür einzusetzen. Aber da schauen wir jetzt einmal rein. Hier natürlich mit Fußabstreifer, damit man hier den Dreck nicht so reinträgt, weil es ist ja doch immer noch eine Werkstatt. Ich muss hier nochmal die Tür ein bisschen kürzen, weil ich habe hier noch einen Fußabstreifer gemacht und jetzt schleift es ein bisschen. Das kotzt mich richtig an. Aber es geht schon. Es ist besser geworden, hat sich schon abgeschliffen. So, das ist hier jetzt mein Seminarraum, wo ich auch Leute von euch empfange. Da gibt es Theorieseminare immer, wo wir über das Motorradfahren auf der Rennstrecke sprechen. Dann habe ich hier quasi mein Streaming-Desk. Habe ich komplett selber gebaut, diesen Tisch, weil ich diesen Tisch, den ich haben wollte, in dem Maßen, wie er hier steht, den gibt es so nicht zu kaufen. Deswegen habe ich es komplett selber gebaut. Mit hier einem vernünftigen Mischpult drin, extra Ablage für Laptop, extra Bildschirm. Und hier ist eigentlich nur, also hier schneide ich keine Videos, hier mache ich quasi nur die Tonproduktion mehr oder weniger. Also hier mache ich einmal die Streamings und die Tonproduktion, um quasi Ton-Overlays oder Voice-Overlays in dem Fall zu machen, um auch einen guten Ton zu haben. Hier haben wir zum Beispiel auch überall die Basotect Absorber, um relativ gute Akustik zu haben. Was mir hier wieder wichtig ist, und man sieht es einfach auch, es ist immer ein Zeitfaktor, man darf nicht zu lange irgendwo rumeiern, bis man mal anfängt, was zu arbeiten, sondern ich kann mich hier hinsetzen, schalte 2 Lichter ein, habe hier sofort ein Licht, kann sofort streamen, schalte mit dem nächsten Fernbedienung die Mischpult ein und habe auch theoretisch sofort Musik. Und das ist auch, was mir sehr wichtig ist, ich will nicht lange irgendwie rumtun, sondern wenn ich Musik hören will, will ich hier einen Regler ziehen und habe dementsprechend sofort Musik. Ich sage immer so, beim Arbeiten ist mir immer wichtig, im Vorhinein viel vorzubereitet haben und dann effizient loslegen zu können. So viel dazu. Ich habe da auch ein bisschen aufgerüstet mit einem vernünftigen Mikrofon und so, dass man halt wirklich vernünftig hochwertige Tonproduction machen kann. So, dann habe ich hier meine kleine Trophäenwand. Das ist das, was ich hier in der Arbeit habe. Zu Hause habe ich noch ein bisschen was. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt, das was zu Hause ist und was hier, um auch hier was zu zeigen. So meine Pokale, die mir auch am meisten wert sind, sind hier zum Beispiel. Hier war zum Beispiel das Superbike-Rennen aus Almeria, das ich mit 18 Sekunden Vorsprung gewonnen habe. Der Pokal ist mir zum Beispiel sehr viel wert. Den habe ich hier natürlich zum Anschauen, auch für alle, die hier vorbeikommen und so. War für mich so ein Meilenstein, einfach dieses Rennen gewonnen zu haben. Das war sehr wichtig, das war auch sehr, sehr, sehr erfolgreich in dem Fall. Hier habe ich noch ein bisschen so Dämpfungszeug, das einfach auch für Seminare und für die Videos ein bisschen was zum Zeigen habe, wie so ein Dämpfer von innen aussieht. Eine Feder, ein Bremsbelag, ein Knieschleifer, um einfach gewisse Dinge zu zeigen, um ein bisschen was da zu haben. Ist ja nicht komplett fertig, aber es wird schön langsam. Hier habe ich ein bisschen Equipment für Aufnahmen etc., anderes Mikrofon für Voice-Overlays und Tonaufnahme geht, aber das kommt noch ein bisschen hier und um das noch in Zukunft noch ein bisschen besser zu machen. Was mir halt auch immer wichtig ist bei sowas, Thema Kabel und so, habe ich halt versucht, das vernünftig zu machen, auch wenn man hier wirklich extrem viel Kabel hat, aber man sieht relativ wenig, weil ich viel mit Kabelkanälen arbeite und dank dieser abgehängten Decke natürlich alles von oben machen kann und deswegen auch von oben die Steckdosen setzen kann oder auch von unten. Hier habe ich zum Beispiel den großen Seminartisch, hier kommen noch 10 Stühle rundum, dass man quasi hier zusammen sitzen kann, kann sich übers Motorradfahren auf der Rennstrecke unterhalten. Natürlich alles sauber gemacht mit Steckdosen von unten, USB-Netzwerk, HDMI für den Fernseher, damit ich hier einfach sofort ready to go bin und auch den Strom in dem Fall von unten her, damit ich hier nicht irgendwo Kabel runterhängen habe, sondern eben den Strom von dem Boden quasi hochhole. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn ich hier alles selbst gebaut habe, weil ich relativ einfach da den Strom halt von oben besorgen kann.
Ja, also da sitzen wir dann zu 10, dann haben wir hier einen großen Fernseher, habe ich erst überlegt zwischen Beamer und Fernseher. Fernseher ist aber dann doch praktischer, weil die kosten eigentlich nicht mehr so viel, muss ich sagen. Und hier können wir quasi mit meiner PowerPoint-Präsentation das, was ich euch quasi erklären möchte, übers Motorradfahren hier zeigen. Und es ist groß genug für jeden, der hier sitzt, außer er hat seine Kontaktlinsen oder Brille vergessen. Hier noch eine kleine Flipchart. Hier tue ich ja immer ein bisschen Linien aufzeichnen und so, Ideallinien. Und auch einmal, wie so ein Fahrwerk vielleicht funktioniert. Also das ist so hier meine Ecke, wo ich das Ganze vortrage. Dann habe ich hier noch zwei Zertifikate, wo ich vom Fahrwerksbereich aus dem Automotorsport noch habe, die ich bei KW gemacht habe. Ich komme ja aus dem Automotorsport, als Fahrwerksprofi mehr oder weniger. Hier ist mein Fanpost, die hat jetzt auch endlich mal richtig Platz gefunden, um auch schön sagen wir wertschätzend an der richtigen Stelle zu hängen. Und ja, das ist eigentlich das, was da hier ist. Und hier haben wir noch, also ist noch nicht ganz fertig hier, habe ich hier aber dieses Pitbike stehen. Und hier habe ich leider die Wechselrichter, das passt mir natürlich nicht so ganz, die kann ich auch nicht abdecken, die brauchen die Luft. Deswegen haben wir hier auch noch eine Frischluftzufuhr und Klimaanlage für den Sommer mehr oder weniger. Die sind halt leider da, ich kann die nicht einfach woanders bauen, die waren vorher schon da. Hier habe ich noch ein kleines Fotostudio, mache ich hier, für zum einen Produktfotografie, zum anderen auch für gewisse Thumbnails, quasi wenn du ein Video von mir siehst, wo irgendwie ein Bike, aber mein Kopf noch mit da drauf ist, dann kommt das meistens, weil das vorher im Hintergrund fotografiert wurde und deswegen habe ich da so ein kleines Fotostudio. Und da ist mir halt auch wieder extrem wichtig, da fehlt jetzt noch die Softbox drauf, dass ich immer schnell ready to go bin. Deswegen habe ich sowas auch hier immer auf Rollen stehen, um einfach alles extrem schnell rumschieben zu können und dass das auch wenig Zeit beansprucht. So, hier habe ich zum Beispiel den Paddock Wizard. Den habt ihr eh schon gesehen, den habe ich ja viel auf der Rennstrecke dabei. Jetzt im Moment ist die Saison mehr oder weniger vorbei. Habe ich ja auch mal für die Leute, die hier kommen, da kann man Felge draufstecken, Heizdecke drauf, mal zu zeigen, wie das so aussieht, was ich da so hernehme, wie das funktioniert. Natürlich ein X-Lite-Helm aus der Vorsaison. Hier, wie gesagt, das Pitbike hier von Apex Pitbikes. Mit dem möchte ich jetzt die nächsten Tage, wenn das Wetter passt, nochmal nach Amfing gehen und nochmal Spaß haben. Das ist der Boxenknecht, das ist auch so was ähnliches wie der Paddock Wizard. Ist ein bisschen anders, ist aus Holz, ist vom Schreiner. Ist auch sehr hochwertig. Muss man schauen, was einem besser taugt. Das zum Beispiel ist mein neuer Lederkombi, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Den zeige ich euch auch erst, wenn ich ihn anhabe, so richtig. Den habe ich noch nicht gefahren. Den habe ich die Tage erst bekommen. So, und dann hier kommt zum Beispiel hier die Heizung rauf. Wenn ich hier einschalte, dann bläst hier quasi die warme Luft in den Raum. Tatsächlich, es funktioniert. Ich war am Anfang skeptisch, deswegen habe ich diesen Trichter für den Heizkörper auch so schnell gebaut und war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber es funktioniert, jetzt muss ich ihn dann quasi nur noch schöner machen. So, dann gehen wir quasi rüber in mein Büro. Das ist da, wo alles zusammenläuft. Hier habe ich einfach die Wand durchgebrochen. Das ist eine Riebswand, war relativ simpel. Bloß die Decke ist ja relativ niedrig und ich konnte, weil der Raum höher ist drüben, und ich konnte keine normale Tür einbauen, deswegen habe ich eine Kniestocktür genommen. Das ist quasi so eine Tür für Kinder. Ja, ich komme da aber durch. Also ich muss mich ein bisschen zusammenquetschen, aber ich komme da natürlich super durch. Und ja, das ist hier so quasi da, wo die Fäden zusammenlaufen. Ich habe da auch ein paar Bilder von zum Beispiel meinem ersten Bike. Das war mein erstes Motorrad, mit dem ich das allererste Mal auf der Rennstrecke gefahren bin. Die Honda SC57. Das sind natürlich so Dinge, die wo hier, ich kann hier nicht ganz stehen, ne? Aber ich sitze hier in der Regel nur, sitze hier entweder am Tisch oder auf der Couch, ruhe mich hier mal kurz aus, penne mal ein bisschen, wenn es mal zum Relaxen, zum Entspannen werden sollte. Und hier fühle ich mich einfach ein bisschen wohl. Hier ist mein Ort der Inspiration. Hier schneide ich meine Videos auch da drüben. Also hier sitze ich auch quasi, manchmal streame ich hier auch. Und hier ist quasi meine Inspiration. Und wieder, es zieht sich auch durch das ganze System überall. Ich habe immer alles ready to go. Ich brauche hier im Endeffekt nur einen Schalter knippen und zack, bumm, ich habe Licht und kann sofort loslegen mit Streamarbeit, mit Video machen. Nochmal schnell irgendwie einen Ton-Overlay machen oder sonst irgendwas, um einfach schnell zu sein. Weil ich einfach gelernt habe in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit und allen möglichen, dass es einfach immer um Schnelligkeit geht oder beziehungsweise um Effizienz geht und ich halt wenig Lust habe, immer alles immer vorzubereiten. Weil meistens, wenn man immer so viel vorbereiten muss, ist es einfach so, dass du eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr hast, überhaupt weiterzumachen. Und deswegen ist es für mich extrem wichtig. Hier habe ich noch eine coole Lampe. Baumarkt kannst du Licht ein- und ausschalten, auch mit der Fernbedienung. Oder kannst auch die Kelvin-Zahl ändern. Weil diese Lampe hat zum Beispiel 5500 Kelvin, diese
Videolampe. Und dann kann ich natürlich hier genau exakt die gleiche Kelvinzahl einstellen, um keine Probleme mit dem Weißabgleich zu bekommen. Kostet nicht viel, 50 Euro im Baumarkt. So, das war hier das so ein bisschen das Büro. Und hier kommen wir wieder raus. Wupp. So, und deswegen, ich habe das auch hauptsächlich daraus gebaut, damit man hier quasi die Seminare machen kann. Und dass halt viele Leute, ein paar Leute hier Platz haben und ich euch was erklären kann. Energy Drink? Nein, danke. Wieso nicht? Sonst muss ich so viel Lulu. Genau. Das war's. Oder? Wollen wir mal? Hab ich was vergessen? Nein. Genau. So. Und jetzt bin ich da eigentlich so wirklich so gut wie fertig. Und jetzt gibt's neue Videos für euch. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen kommen viele Videos. Ich habe viel im Petto. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Wir gehen nach Spanien, wir gehen nach Portugal, wir gehen nach Jerez. Und da gibt's sehr interessante Dinge, die ich für euch drehe. Und natürlich laufen hier die Fäden zusammen und auch die Inspiration. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, wo ihr nicht wirklich viel davon habt, aber ihr mal so einen kleinen Einblick in das, was ich für euch mache. Bis dahin und ciao.